Hören wir uns kurz ein ganz neues Interview mit Ken Jebsen an. Und was er hier redet, ich werde, wenn es ist gemeinsam mit dem Ballweg, und jedes Mal, wenn Ballweg redet, werde ich das vorspulen, weil ich möchte nur hören, was Kaiwan redet, aus dem einfachen Grund, hört euch an, was der Typ redet. Hört euch das an und erklärt mir, was der Typ politisch ist, wo er politisch steht. Und dann schauen wir uns an, was ein Verschwörungen und Fakten zu dieser ganzen Geschichte sagt. Nun gut, KenFM war ja mal, das wissen gar nicht so viele Menschen, eine Radiosendung, die 2001 begann beim Öffentlich-Rechtlichen, wie ich ihn heute nenne. War eine 4-Stunden-Radiosendung vor Publikum mit Livebands, weil ich dachte, Radio sollte so sein wie Good Morning Vietnam oder Radio Days von Woody Allen. Und weil es diese Sendung so nicht mehr gab oder die John Peel Sessions damals, habe ich gedacht, naja, dann mache ich das eben. Ich habe einen großen Proberaum, finanziert vom Öffentlich-Rechtlichen. Und da lade ich dann die Bands ein, von denen ich denke, dass die laut noch besser klingen als von Konserve. Kamen auch viele Bands aus der Schweiz. Und ich liebe es, vor Marshall-Wänden bei ohrenbetäubender Lautstärke zu arbeiten. Ich bin einfach ein Rock'n'Roll-Kind. Und das habe ich gemacht. Und zwischen den Bands haben aber immer wieder auch Gäste oder Bandmitglieder über Dinge gesprochen, die mit Politik zu tun hatten. Die Idee war, wir müssen versuchen, Dinge, die politisch sind, aus dem Abstrakten zu holen. Also ein klassisches Beispiel. Ich hätte eine Band da gehabt, da wäre der Drummer aus der Ukraine und der Frontmann aus Russland. Und ich hätte dann vor den Fans diskutiert, wie macht ihr das denn in der Band? Haut ihr euch da auch oder redet ihr? Und wenn man das macht, stellt man fest, okay, Politik, wie wir sie da draußen erleben, klingt... Ja, das ist ein Hut und der gefällt uns gut. Absolut, absolut, super Hut. Abstrakt, aber in einer Band hier vor dir kann das anders... Kenne Femo aus Berlino, oder woher kommt er? Ja. ...das sein, und so konnte ich viele junge Menschen für Politik und Dinge, die abstrakt wirken, begeistern. Das habe ich sehr lange gemacht und dann hat irgendwann der Öffentlich-Rechtliche nach 10 Jahren gesagt, ich möchte diese Radiosendung nicht mehr haben, weil die wird ähnlich wie die Zeit auch Palermo, spezieller. Ja. Ich habe Sendungen gemacht über den 11. September. Ich habe Sendungen gemacht über, wie Geld funktioniert, das Wunder von Wörgl oder NATO-Geheimarmeen. Ich habe Daniele Ganser interviewt, solche Dinge. Und dann kam von ganz außen ein Anruf, da gibt es so einen Jugendsender, der ist da bei euch. Das klingt aber nicht wie die Sendung mit der Maus, sondern so eine Art Spezial. Und was die da so senden, das wollen wir eigentlich nicht. Das kommt beim Hörer sehr gut an, aber bei den Verantwortlichen nicht. Macht das mal aus. Das wurde dann ausgemacht mit einer Verleumdung, muss ich gar nicht länger erklären. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich halt diese Sendung KenFM mit ins Internet, habe sie ins Internet gebracht und habe dort dann festgestellt, damals noch auf YouTube, dass immer wenn eine Band spielt, die Quoten nach unten gehen. Und immer wenn Menschen reden über ein ernstes Thema, die Quoten oben bleiben, dachte ich, das ist schade, weil ich ja Musik mag. Auf der anderen Seite ist es auch insofern ökonomisch halt durchhaltbar, weil eine Band zu veranstalten ist sehr teuer und jemanden zu interviewen ist deutlich günstiger. Und wenn sich Leute nur für Inhalte interessieren, ist mir das als Wortmann jetzt auch recht. Daraus entstand dann KenFM, dieser Sender nenne ich ihn nicht mal, dieses Portal im Internet. Und wir haben eine Sendung, die es ja ganz früher in der ARD mal gab, nämlich Günter Gauss zur Person wiederholt, haben gesagt, wir machen einfach im Gespräch. Viele haben gesagt, das ist ja total spannend, wie machst du das? Ich sage, das ist eigentlich ein Handwerk, ich lade einen Gast ein und frag den und lass den 90 Minuten reden. Was ist daran Kunst? Das ist Handwerk. So. Das. Und da sitzen sie unten und fressen einfach wie in einem Bierzelt und hören diesem Typen zu. Und oben steht Freiheit und Staat. Und diese ganze Veranstaltung, diese Veranstaltung ist noch weitergegangen. Diese ganze Veranstaltung war eine volle Veranstaltung, wo Leute so etwas erzählt haben, wie wir müssen die Sozialisten und Marxisten wegkriegen aus den Führungspositionen und wir müssen das Ganze übernehmen und solche Sachen. Also sozusagen, diese Veranstaltung ist voll von losten Leuten, mit denen er sich da hingesetzt hat. Aber okay, ich verstehe nie, wenn ich ihn treffe, wird er mir das erklären müssen. Ja. So einfach ist das. Joseph, danke für 2 Gegiftete. Vielen Dank, Dankeschön. Journalismus, es gibt genügend Gäste, die beim Öffentlich-Rechtlichen nicht eingeladen werden oder immer nur so abgeschnitten. Lass die doch mal zu Wort kommen. Da gibt es jede Menge Themen. Und naja, es ist eine elitäre Veranstaltung. Es ist irgendwie so, dass sie, ja,
Ne, prokapitalistisch halt, ne? Bücher, damit es eine Horizonterweiterung ist und damit derjenige, der einschaltet, feststellt, wow, das Thema ist komplex, weil die Themen sind komplex. Und wenn man sie nicht aus dem Kontext reißt, sondern in der ganzen Komplexität darstellen lässt, dann kann der User auch verstehen, ach jetzt, das ist wie wenn man sonst immer nur aus einem Film einen Ausschnitt bringt. Du musst den ganzen Film sehen, um die Story zu erklären. Und das ist das, was ich als Journalist möchte. Ich möchte, dass Leute klüger werden. Ich möchte keinen Cliffhanger-Journalismus, sondern die Leute sagen, jetzt verstehe ich und komme auch ins Handeln. Und das wurde ja dann irgendwann auch während Corona von YouTube abgeschaltet. Wir hatten 500.000 Abonnenten, aber, und das war natürlich das, was die Medienrevolution auch bringt, wir hatten über 500.000 Klicks in Russland. Ja, weil, haben die immer noch, weil inzwischen Hörer mit russischem Hintergrund gesagt haben, ich übersetze das. Das heißt, es gibt viele Interviews von KenFM in Sprachen, die ich gar nicht kenne. Wenn ich aber in Moskau über die Straße gehe, sprechen die Leute mich mit Russisch an und denken, ich wäre Native Speaker. Bin ich nicht. Aber was hat mich schon interessiert, weil es ja schön, wenn wir einen Journalismus machen, der die Menschen generell interessiert, weil ich... Brauchen wir noch mehr Beweise, wer er in Wirklichkeit ist? Betrachte Menschen nicht... Wieso spricht der Texas Ranger so gut Deutsch? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, aber man kennt ihn auch in Russland. In Clustern, Ländern, sondern es sind Menschen. Und ich möchte, dass wenn wir als Menschen auf diesem Planet zurechtkommen, wir miteinander auskommen, auch mit der Unterschiedlichkeit, und dass wir friedlich miteinander auskommen. Da kann naja, er ist kein Putin-Versteher. Putin versteht ihn, aber er versteht Putin nicht. Verstehst du? Es ist überhaupt nicht schaden, wenn wir uns gegenseitig kennenlernen und manchmal denken, das hätte ich jetzt nicht gedacht, den verstehe ich nicht, aber ich respektiere, dass der eben so ist. Daraus wurde KenFM, und als KenFM abgeschaltet wurde, das waren dann auch 20 Jahre dieses Irrsinns, ich habe ja schon im Akkord gearbeitet mit all diesen Formaten, habe ich gesagt, auch mit Me, Myself and Media, ich brauche insofern mal eine Pause, weil ich mir schon die Frage stelle, ob die Art und Weise, wie ich Journalismus betreibe, zu dem führt, wo ich möchte, dass es hinführt, dass nämlich Leute nicht nur informiert werden, sondern auch motiviert werden. Und ich bin für mich zum Ergebnis gekommen, man kann das so machen, aber es muss noch andere Spielarten geben. Also Apolut ist ja das Nachfolgeportal, wo wir Tagespolitik machen. Was passiert gerade in der Ukraine, was möchte die WHO? Für Leute, die neu einsteigen wollen ins Thema, bekommen die Tagespolitik. Auf der anderen Seite ist der Mensch eben nicht nur jemand, der für sein Gehirn arbeitet, sondern er hat auch ein Herz, hat auch einen Bauch. Und wir müssen versuchen, Menschen da abzuholen, wo die sind, die im Leben stehen. Also habe ich gesagt, ich mache einen Verein, Sophisticated, und werde in Zukunft Menschen interviewen als Menschen. Und nicht nur als Autor eines Buches. So, ein solches Format, Mittelpunkt Mensch, habe ich gerade Kai Stut interviewt. Wer ist Kai Stut hinter der Persönlichkeit? Und das soll auch ein Beispiel sein. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, uns viel mehr wieder als Menschen zu sehen und nicht als der aus der Institution, der Politiker, der Medienvertreter, der so. Es sind der Menschen. Schwurbler. Und wenn wir anfangen, uns als Menschen zu sehen, dann sind wir auf einer Ebene, wo wir vielleicht auch eine Beißhemmung entwickeln. Im Grunde ist das so, wie man auch mit seiner Familie umgeht, mit seinen Kindern umgeht, mit seinen Freunden umgeht. Deswegen finde ich auch solche Events super, dass man sich selbst autorisiert und einfach sagt, ich möchte nicht nur auf der Weltbühne, sondern generell, dass Menschen wieder anders miteinander umgehen, wie uns erklärt wird, wie sie das tun. Gewalt ist keine Lösung. Es bedeutet aber auch, sich einem Menschen zu stellen, den man so gar nicht versteht. Zum Beispiel seinem Nachbarn oder seiner Ehefrau. Ja? Und sich damit auseinanderzusetzen, dass es Punkte gibt, wo man sich nicht einig ist. Und ich glaube, das macht die menschliche Kommunikation aus, zu akzeptieren, wir sind unterschiedlich. Das ist die grundsätzliche Information, die ich weitergeben will. Weil wir sehen es jetzt bei den Grünen. Die Grünen sagen dauernd immer, es gibt eine vielfältige Natur, die müssen wir unbedingt erhalten in ihrer Vielfältigkeit. Und dafür bin ich den Grünen auch sehr dankbar. Aber es gibt auch sehr unterschiedliche, vielfältige Menschen. Was ist denn eigentlich damit? Und was wir heute machen, ist, wir erklären alles für Multikulti. Das ist aber eigentlich eine Uniform. Wir sind alle sehr unterschiedlich, aber wir sind Menschen. Und wir müssen uns in dieser Unterschiedlichkeit akzeptieren und ertragen. Das bedeutet auch Demokratie. Und ich möchte nur für diesen Gedanken werben, dass das keine neue Entwicklung ist, sondern auch bei Parteien, das sind nur Metaphern. Dass wir sagen, ja, das sind Metaphern, das sind Bausteine, aber das sind wir nicht. Und ich habe heute schon mal ein Interview gegeben, weil mir immer vorgeworfen wurde, da an mich heran, ich wäre besonders mutig. Das ist nicht der Fall. Ich bin nur schlecht in Griechen. Ja, und ich kann Ihnen sagen, da kenne ich noch mehr Leute, die schlecht in Griechen sind. Das sind sie selber. Sie alle, ich included, habe als Grieche angefangen. Aber in dem Moment, so mit 1,5 Jahren, habe ich angefangen, selbstständig zu laufen, und ich habe mich erhoben und ich habe mich nie wieder auf die Knie begeben.
Wir fangen kriechend an und erheben uns. Und das ist eine Metapher. Wir sollten aufrecht stehen. Das ist die Garantie für eine freie Gesellschaft. Einfach aufrecht stehen. Und Sie müssen von dem Leben überhaupt keine Angst haben. Sie müssen das nicht. Ich bin gleich fertig. Nein, weil ich habe das heute schon mal gesagt. Man macht den Leuten heute, und das macht man schon sehr lange, in jedem Bereich Angst. Wir alle sind extrem mutig. Denn können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, wie viel Mut Sie aufbringen müssen, um durch einen wahnsinnig engen Geburtskanal zu gehen? Auf der anderen Seite stellen Sie selbstständig auf Sauerstoffatmung um, treffen dann Leute, die Sie nicht kennen, können nicht laufen, können nicht sprechen, sind auf die Welt da draußen total angewiesen, haben ein totales Vertrauen, dass das schon was wird. Sie sind mutig. Hallo. Ja. Bleiben Sie dabei. Aber das. Ja, das ist gar nicht. Das ist gut. Kommen wir jetzt zu seinem nächsten Dings. Da erzählt Ballweg, glaube ich, irgendwie so, wie man ihn behandelt hat, wie der eingesperrt wurde, wie er dann gesehen hat, dass es keinen Rechtsstaat gibt, bla bla bla, dass man ihm alles unterstellen kann, bla bla bla, irgendwas. Schauen wir, was Ken weiter sagt. Das musstest du nicht. Was sagt er? Deklariert wird. Aber ins Gefängnis musstest du nicht. Warum nicht? Gatekeeper. Das wäre jetzt die zweite Frage. Nein, ich will es mal so sagen. Ich weiß noch nicht, warum ich noch nicht ins Gefängnis musste, physisch. Aber auch wenn ich ins Gefängnis käme, ein Nelson Mandela oder ein Malcolm X sind im Gefängnis gereift. Es gibt etwas, da werde ich mich immer zurückziehen können. Das ist mein Kopf. Also wenn ich jetzt, Deinheim, Stammheim, wenn Sie mich da jetzt ein paar Monate wegschließen können, dann sage ich, habe ich schon endlich Ruhe zu lesen und muss keine SMS mehr beantworten. Davor habe ich jetzt auch keine Angst. Aber Spaß beiseite, ich weiß das nicht, warum das so ist. Bilde mir aber auch nicht ein, dass wenn ich so weitergemacht hätte, dass ich mir in Deutschland nicht eine Kugel eingefangen hätte. Ich habe ja Deutschland verlassen. Ich wohne ja in Skandinavien und bin viel unterwegs, weil ich wollte kein zweiter Rudi Dutschke werden. Und das wäre auf jeden Fall passiert. Und ich habe auch schon die Schlagzeile Querschläger von Querdenker oder so. Irgendwie wäre das gewesen. Das heißt, wir leben schon in solchen Zeiten, wo Menschen, die zu viel Einfluss haben und nicht kontrolliert werden, Menschen dazu bringen, selbstständig zu denken und anders zu handeln, wie der Staat es möchte, wo man gegen diese Menschen Gewalt anwendet. Da glaube ich, es ist naiv zu glauben, dass das anders wäre. Damit muss man sich abfinden. Aber für mich ist der entscheidende Punkt, den ich mir während Corona ja auch gestellt habe, vorher sowieso schon, aber danach auf jeden Fall. Wo will ich hin? Was bringt das überhaupt? Also was nützt es, dass man einen guten Märtyrer abgibt und alle sagen, den kannte ich noch und alles bleibt, wie es ist. Dann kann man sich das sparen, das ist auch ziemlich frustrierend. Und von daher habe ich mir überlegt, okay, was kann ich tun? Ich bin ja im Moment mit einem Vortrag im deutschsprachigen Raum, auch in der Schweiz unterwegs, Angst, Essen, Freiheit auf. Ich glaube, dass wir als Journalisten, unabhängige Journalisten, die Aufgabe haben, dem Publikum klarzumachen, wie unsere Medien wirklich funktionieren. Das sind Propagandamaschinen, die sie von eigenem Denken ablenken sollen, die von ihnen wollen, dass sie das, was dort vorgekaut wird, dass sie das einfach nur wiederholen. Und das hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Nichts. Du sagst, welchen Einfluss hat denn bitte Ken Jebsen? Antwort: keinen. Naja, er hatte schon sehr viel Einfluss. Du musst dir denken, ganz Querdenken und diese ganze Geschichte, die da draußen passiert ist, mit Querdenken und Co., Corona-Proteste, ohne ihn hätte das einfach nicht stattgefunden. Nicht so. Nicht in diesem Ausmaß, nicht auf die Art, nicht mit dieser Unterfütterung. Der hat schon sehr viel Power gehabt auf die Leute, deswegen hat man ihn dann schlussendlich abgedreht. Ja. Demokratie lebt davon, dass jeder von ihnen selber denkt. Nicht nur anders denkt, selber denkt. Und wir leben in einer Gesellschaft, das muss ich leider sagen, da haben sehr viele Leute Angst, etwas zu äußern, was vom Mainstream abweicht und sagen dann am besten gar nichts. Und wer schweigt, stimmt zu. Ich habe aber auch gelernt, und dafür bin ich dankbar, wie 33 funktioniert hat. Weil ich habe nämlich jetzt gesehen, dass es nicht das Volk war, was mitmarschiert ist, sondern es waren die üblichen Verdächtigen in der Pyramide relativ weit oben, die so lange auf den einfachen Bürger mit Bauchgefühl eingeschlagen haben, bis der sich gebückt hat. Wetten, dass er einen Vorwurf von NS-Verharmlosung oder irgendetwas bekommt wegen dieser Aussage? Wetten, dass man das sagen wird? Es sind die Spitzen der Gesellschaft. Und warum ist das so? Weil die, die in der Pyramide oben sind, nicht deswegen oben sind, weil sie so klug sind, sondern weil sie so gehorsam sind. Und deswegen ist es eine Illusion zu glauben, dass ausgerechnet von denen...
Aber das ist das, was er sagt. Es geht um Gehorsam. Es ist einfach, bevor jetzt jemand anläuft und einfach anfängt zu sagen, er verharmlost die NS-Zeit. Ich glaube, er verharmlost die NS-Zeit nicht, sondern er sagt einfach, dass er verstanden hat, warum Leute bei so einer Scheiße mitmachen. Ja? Und das führt er jetzt aus. Pyramide oben sind, nicht deswegen oben sind, weil sie... Ich finde das in einem Zusammenhang zu bringen auch nicht gerade richtig. Ja, du, ich auch nicht. Ich finde es auch nicht richtig. Aber man sollte versuchen, es richtig zu verstehen, sage ich nur. Und warum ist das so? Weil die, die in der Pyramide oben sind, nicht deswegen oben sind, weil sie so klug sind, sondern weil sie so gehorsam sind. Und deswegen ist es eine Illusion zu glauben, dass ausgerechnet von denen die Veränderung ausgeht. Das wird nicht passieren. Jemand, der nicht gehorsam ist, kann in dieser Pyramide nicht an die Spitze gelangen. Ich bin nicht an der Spitze der Pyramide. Ich denke auch nicht in Pyramiden. Ich denke wie die Natur in Kreisen. Ich glaube, wir müssen wie die Natur arbeiten. Moment mal. Ich dachte, Natur, der Stärkere gewinnt hierarchisch. Natur setzt sich immer der Härtere durch. Bro, was redest du? Was für ein Kreis, Mann. Bruder, hör auf zu schwurbeln. Und nicht wie Pyramiden, wo oben einer ein Rädchen dreht und unten tanzen alle nach der Pfeife. Das hat mit Demokratie nichts zu tun und so kommen wir auch nicht auf die Welt. Wir kommen als Menschen auf die Welt, die widersprechen. Erst sprechen und dann widersprechen. Und dass man uns das wegnimmt, funktioniert nur, indem man uns damit erpresst. Wenn du nicht nach unserer Pfeife tanzt, das beginnt ja schon in der Schule, dann werden wir dich aus dem sozialen Raum ausschließen. Man arbeitet mit Angst. Man kann jeden erpressen, ihn sozial zu isolieren, bis zu einem Julian Assange, bis er kaputt geht. Der Typ ist für mich, also ich weiß nicht, könnt ihr ihn schon politisch einschätzen? Ja. Also ich glaube, das, was er hier redet gegen Hierarchien, er nennt das Pyramide, aber gegen Hierarchien und für ein gemeinsames mit der Natur, würde ich sagen, ist er irgendwas, ein Kommunist, ein Anarchist, ja. Also so etwas in die Richtung natürlich. Ja. Und aus diesem Grund ist es total wichtig, dass wir uns an der Basis zusammenschließen, damit man uns nicht isolieren kann. Das ist das Wichtigste. Dass wir erkennen, wie Medien funktionieren und wenn wir andere Medien haben wollen, die nicht nur unterstützen, sondern sie dahingehend so konsumieren, dass wir sagen, ich sage jetzt nicht das, was Hoch 2 sagt. Ich höre mir an, was Hoch 2 sagt und dann denke ich selber nach und dann sage ich das, was ich denke. Wenn ich das nur austausche gegen DRS oder ZDF oder so, ich sage jetzt das, was Apollut sagt, habe ich etwas nicht begriffen. Wir neigen aber alle dazu, durch unsere... Aber Ken, du google einfach einen anderen Begriff, Mann, dann hast du mehr Ergebnisse. Erziehung, dass wir nach einem Führer gieren, weil wir extrem gedrillt sind. Mhm. Wir sind alle extrem gedrillt. Und wenn wir wirklich lernen wollen, wie es anders ist, sollten wir unsere Kleinkinder beobachten und aufhören, die im Sinne des Staates zu erziehen, damit die funktionieren. Ja, unsere Kinder sind da die Zukunft und ich habe selbst viel davon. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend, wenn die immer eine eigene Meinung haben. Und manchmal ist es ganz nett, wenn die mal das sagen, was ich möchte, dann gebe ich ihnen so ein Tablet, dann sind die ruhig. Das kann man schon mal machen. Das ist aber nicht der richtige Weg. Und dann möge sich jeder mal selber fragen, wie viel Widerspruch er bei seinem eigenen Nachwuchs eigentlich erträgt. Da sollten wir zu auffordern. Wir sollten in unserem Schulsystem bei den Kitas dazu auffordern, Kinder, widersprecht uns Eltern. Weil ihr seid die Zukunft. Wir sind die Vergangenheit. Das sollten wir tun. Und aus diesem Grund... Glaubst du, der ist fertig? Weiter geht's. Und wird die Veränderung auch kein Sprint werden. Es ist ein Marathon. Die Zukunft liegt in unseren Kindern und deren Enkelkinder. Das wird ein sehr, sehr langer Weg, weil wir sind wirklich extrem gedrillt. Wir haben das mit einem schönen Wort verkleidet. Wir nennen das Zivilisation. Wir machen etwas aus dir. Wir machen dich fertig. Du kommst unfertig an und dann machen wir dich fertig. Und wenn du genau das machst, was wir von dir verlangen, dann kriegst du eine Karriereleiter, die aussieht wie ein Hamsterrad. Dann kriegst du eine schöne Frau, eine Doppelhaushälfte und einen Tesla und einen Netflix-Anschluss. Das macht aber nicht das Leben aus. Und wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, müssen wir die Fragen philosophisch stellen und können sie nur spirituell beantworten. Der Mensch ist nämlich keine Maschine. Der Mensch ist kein Datensatz. Der Mensch ist ein spirituelles Wesen und das muss man laut proklamieren. Und wenn ein Gates oder ein Harari das sagt, das sehe ich ein bisschen anders. Das magst du anders sehen, aber so ist es nicht. Okay? So ist es nicht. So. Und wir haben uns da heute ja schon mal drüber unterhalten, das ist jetzt auch kein Fimmel von mir, als ich Michael Baldig kennengelernt habe und was er getan hat, ist wirklich Musik, weil er ist kein Berufsrevolutionär.
Bei mir ist das was anderes. Ja? So, habe ich ihn in Stuttgart getroffen, wo ich auf die Demo auch gegangen bin. Und da hat er mir gesagt, er geht jetzt erstmal in den Keller, da gibt es keinen Wein, da meditieren die. Da habe ich gemeint, das ernst. Bin ich auch in den Keller gegangen, habe mitmeditiert. Das ist genau das, dass er sagt, okay, wir müssen die Dinge anders angehen. Nicht nur vom Kopf. Die meisten Menschen denken das meiste falsch, fühlen aber das meiste richtig. Wir müssen uns auf der Gefühlsebene begegnen und wir müssen uns als spirituelle Wesen erkennen und was wir wieder brauchen, das ist meiner Meinung nach ein Schlüssel. Wir brauchen wieder Respekt vor dem, was wir Schöpfung nennen. Das haben wir gar nicht. Wir leben im Machbarkeitswahn. Ja? Und das ist auch das, was die WHO möchte. Die WHO möchte uns alle gesund machen. Die WHO möchte uns regelmäßig Medikamente verkaufen. Die WHO möchte uns erklären, was ein gutes Leben ist. Das weiß die WHO gar nicht. Denn was ein gutes Leben ist, beantwortet jeder von Ihnen individuell. Das ist Demokratie. Ich habe kein Patentrezept für Sie. Und ich sage das immer wieder, wenn ich auf die Bühne gehe, das ist keine ZDF-Kochsendung, wo Sie das Endergebnis schon mitnehmen können. Nein. Und das müssen wir lernen. Das wird ein Marathon, wo ich am Ende sage, ich weiß auch nicht so genau, aber ich bin neugierig. Und Neugier muss man wecken. Und nein, Ken, was ist die Lösung? Du verstehst mich, Ken. Was ist die Lösung? Der redet irgendwas, aber was ist die Lösung? Nur noch AfD. Nur noch AfD. Wir sind auf diesem Gebiet alle sehr, sehr eingeschläfert und wollen immer von neuen Portalen, von neuen Politikern Patentlösungen, damit das einfacher geht, damit wir so weitermachen können. Wir können nicht so weitermachen. Der Punkt ist, die Antwort ist, bevor jetzt Leute sagen, hey, was meint er, es gibt keine Lösung. Die Lösung ist Demokratie und Demokratie besteht halt daraus, dass ich einen Teil der Lösung beitrage, du einen Teil, jeder einen Teil zur Lösung beiträgt und dann es eine gemeinsame Lösung gibt. Ja, das ist das Problem. So, er sagt ja nicht mal, was das Problem ist. Doch, du hast schon. Er hat gesagt, wir haben uns total entfernt von dem Emotionalen. Er hat gesagt, Leute bestimmen über uns, es gibt Hierarchien und die werden nicht unsere Lösung sein. Wir brauchen Demokratie und so weiter und so fort. Also das ist praktisch, was er gesagt hat. Ne? Wir können so nicht weitermachen, das wird nämlich nichts. Und wenn wir nur die Pyramide A durch Pyramide B tauschen, landen wir in einer anderen Sackgasse. Das müssen wir mal verstehen. Und wir alle zusammen haben hart daran zu arbeiten, was eine Lösung sein könnte. Siehst du, also siehst du genau das, was er sagt. Er möchte Pyramiden abschaffen, er möchte Hierarchien abschaffen. Ergo, kurz gesagt, er ist Kommunist oder Anarchist. So einfach ist das. Ja. Könnte. Und was ich gelernt habe während Corona, es geht im Journalismus nicht darum, welche Fragen Sie stellen. Gibt es ja auch diesen Spruch, wenn wir sie dazu bringen, die falschen Fragen zu stellen, müssen wir uns um die Antworten keine Sorgen mehr machen. Es geht im Journalismus darum, zuzuhören. Aber nicht nur im Journalismus. Es geht darum, dass wir anfangen, einander zuzuhören und uns nicht die Argumente von ARD und ZDF vorzubeten. Das sind nicht unsere Argumente. Kennen wir unsere Argumente? Nein. Kennen wir unsere Ehepartner? Kennen wir unsere Kinder? Wann haben wir denn eigentlich Zeit mit uns selbst? Und wie kommen wir raus? Ich habe es heute schon mal gesagt. Ich glaube, es ist elementar, weil wir total verkopft sind, dass wir an Kitas und Schulen wieder das einführen, was den Menschen zu dem macht, was er ist. Wir sollten die Kreativität fördern. Malerei, Tanz, Musik, das ist das, was wir brauchen. So. Apropos, lustigerweise sind das alles diese Bereiche, Malerei und hin und her, die neoliberale Schulreform als Ganzes abschaffen wollte, weil sie gesagt hat, das ist überhaupt nicht nützlich später im Betrieb. Also wenn der Arbeitssklave später rauskommt und verwendet werden soll im Betrieb, was bringt ihm, dass er Zeichnen gelernt hat? Scheiß darauf. Ja, und sie wollten das wirklich abschaffen, Zeichnen aus dem Unterricht. Und dann ist irgendwer halt mit der Idee gekommen und hat gesagt, nein, das fördert die Kreativität, kann durchaus später bei der Innovation behilflich sein im Betrieb und dann haben sie das drin gelassen. Ja. So. Also wir waren schon mal dort. Ja. Aber welche Leute, die Medien, die Ausländer, die Frauen, die Bourgeoisie, was erredet die Bourgeoisie? Oder welche Leute? Ich verstehe, ich weiß nicht, was du meinst. Und das ist auch die Sprache des Menschen.
Das ist die Sprache des Menschen und nicht, ich habe dann so... Ich finde das auch gut. Ich als Unmensch habe die Lösung, ich als Mensch habe Demokratie, richtig. Ja, wir als Menschen haben Demokratie, würde ich noch ergänzen. Ja, absolut. Dinosaurier, und den kannst du dann in den Farben ausmalen. Das Leben ist ein Malkasten. Und wir alle sollen uns diesen Malkasten schnappen, rausgehen und dann interpretieren. Und wenn jemand sagt, was soll das denn sein? Das ist ein Haus. Und ich sage, so sieht kein Haus aus, so sieht ein Haus aus. Das ist eine Metapher. Und wir versuchen uns in unseren Systemen gegenseitig zu drillen, fertig zu machen für eine Welt, wo wir funktionieren. Und so, das Leben muss sich anfühlen. Das Leben muss nicht nur funktionieren. Denn was uns blüht durch WHO sind 15-Minuten-Städte. Ich bleibe im Homeoffice und dann 15 Minuten mit einer digitalen Brille dort, mache dann das und wieder zurück. Das ist nicht das Leben. Und wir haben während Corona auch gesehen, das gute Leben einer Großmutter im Altenheim bedeutet nicht, dass sie 3 Jahre ohne Besuch ist, aber gesund. Das ist nämlich krank. Nee. Ein gutes Leben ist ein empathisches Leben. Und was dieses System möchte, deswegen auch Homeoffice, dass wir uns nicht begegnen. Dass wir uns nur mit Masken begegnen, ohne Mimik, ohne Empathie, das ist sicher. Dann sind die sicher vor unseren eigenen Gefühlen. Deswegen sage ich, die Maske war nichts anderes als ein offen getragenes Parteiabzeichen. Ja, voll, er hört sich wie ein Anti-Jordan Peterson an, ohne Scheiß. Stimmt. Das ist ja. Es. Und gleichzeitig, wer die Maske nicht getragen hat, war öffentlich sichtbar als Sündenbock. Das ist die zweite Funktion. Und das ist kein Zufall, dass das so ist. Okay? Und deswegen, wenn morgen wieder jemand zu Ihnen kommt und sagt, Sie mögen eine Staubmaske tragen gegen Viren, dann ist es das, was es immer schon war, ein Intelligenztest. Ja. Okay. Ja. Und deswegen rennt nur eine gehörige Portion Widerspruch und diesen sogenannten Führern mit etwas begegnen, womit die gar nicht können. Hohn, Spott und Humor. Das ist doch lustig, was die da regieren. Das ist doch albern. Die können gar nichts. Das können wir alle besser, 100%. Hier im Raum ist mehr Intelligenz wie im Bundesrat, das weiß ich. Ist so. Aber der Bundesrat... So, nächste Abteilung von ihm, schauen wir, was er als nächstes schafft. Versuchen. Vielleicht schafft er es jetzt zu definieren, wo genau das Problem ist. Ja. So gründen. Also die Meinungen hier drin scheinen auch bei Gewissen gemacht zu sein. Ich will es mal so sagen... Im System etwas zu verändern, das ist sehr gefährlich. Die Grünen haben das ja mal versucht, die haben gedacht, sie würden das System... K-Wort-Wette? Ja, sagt ja das Wort Kapitalismus? Glaubt ihr, wir, der das fucking Wort Kapitalismus sagen, machen wir eine Kanalwette, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Es geht, ihr könnt schon wetten... Ich hoffe, es geht. Hat er schon hunderte Mal, ja, aber nicht in diesem Vortrag. Er wird es nicht sagen, 100 pro Jahr, dann wette deine Kanalpunkte dagegen. Ja, wir werden sehen. Nein, nur in diesem Teil. Jetzt, ich glaube, er redet noch einmal, oder? Er redet noch zweimal. Ja, also er redet noch wahrscheinlich, wie lange dauert das? 20 Minuten noch, er redet noch 10 Minuten, 15 Minuten, ja. Schau mal. Verändern hat das System Sie verändert. So. Die Grünen haben das ja mal versucht, die haben gedacht, sie würden das System verändern, hat das System Sie verändert. So. Ja. Aber muss man dann aufgeben? Nur weil 3 versagt haben, darf es der 4. nicht besser machen. Also ich möchte mal eine Metapher wählen und vielleicht noch eine praktische Maßnahme, wo man schon mal anfangen könnte. Wenn ich das Klima retten will, also der politisch gemachte Klimawandel, der menschengemachte, der ist ja menschengemacht, aber wenn ich das Klima retten will und gehe auf die IAA, und komm ohne Auto zurück, dann wird das nichts. Weil die haben dort einen Kleinwagen, mit dem ich das Klima retten kann. Jetzt kam ich zu Fuß, so geht das nicht. Da haben sich Experten einen Wagen ausgedacht, der ganz wenig braucht. Und ich komme zu Fuß, so geht das nicht. Ich muss schon ein Auto kaufen. Nur mit einem Autokauf auf der IAA kann ich zeigen, dass ich das Klima retten will. So ist die Politik. Ich kann dorthin gehen und ich kann auch ein Auto kaufen. Wenn ich es aber nachher vor der Halle abstelle und gar nicht benutze, habe ich am meisten Klima gerettet. Aber für die IAA und die Autohersteller geht Klimarettung nur mit einem kleineren Auto. Zur Politik. Mir würde es schon reichen, weil hier in der Schweiz ist es genauso, in der Schweiz, überhaupt bei allen Wahlen, demokratischen Wahlen, findet der Wahlbetrug ja nach der Wahl statt. Da haben viele nicht ja. Und mir würde es schon reichen, wenn ein Wahlprogramm verpflichtend wäre. Das würde mir schon reichen. Also das würde ich als erstes einführen.
Wenn eine Partei wie die Olivgrün sagt, keine Waffen in Kriegsgebiete und nach der Wahl Waffen in Kriegsgebiete, Betrug, Wahl annulliert. So. Und nicht, das ist jetzt eben so. Und man muss sich das nur auf einer anders vorstellen. Ich gehe zur IAA und bestelle dort einen voll ausgestatteten 3er BMW. Und die liefern mir dann einen 17 Jahre alten Renault. Der aber so viel kostet wie der ausgestattete BMW. Dann könnte ich mich in 4 Jahren beschweren. Ich würde ihn nicht nehmen. Und der sagen, ja, das haben Sie nicht bestellt. Aber in der Politik akzeptiere ich das. Warum? Warum? Dass wir überhaupt akzeptiert haben, dass man uns eigentlich dauernd betrügt und von Frust zu Frust. Das ist die eigentliche Leistung auch der Medien. Das ist halt so. Warum? Warum ist es in der Politik so, dass wir etwas akzeptieren, was wir in keinem Bereich akzeptieren würden, dass wir das geringste Übel wählen? Machen wir das, wenn wir in Urlaub fahren? Die Länder, die wir gar nicht mögen, so das geringste Übel, Sudan West? Oder fahren wir lieber nach Italien? Oder einen Partner, den wir wirklich gar nicht leiden können, den heirate ich, machen wir da auch nicht. Wir suchen uns unter dem, was uns am besten gefällt, das, was wir bekommen können, aber nicht das Beste vom Schlechtesten. Aber in der Politik ist das eben so, dass wir das verinnerlicht haben, es ist eben so, das ist die Propagandaleistung, das ist eben nicht so. Das ist nur so, wenn Sie das akzeptieren. Ich habe das nie akzeptiert. Das Gleiche ist mit diesem, was ich gestern gezeigt habe, könnt ihr euch erinnern, auf dieses, wo dieses Mädchen da herumheult und sagt, was ist das hier, ich bin verdammt, da draußen ist einfach, ich muss arbeiten für 36 brutto im Jahr und ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe keine Freizeit und alles macht keinen Sinn. Und dann sind die ganzen Leute hingekommen und haben gesagt, ja, gewöhn dich daran, das ist einfach so das Leben, ja. Da habe ich ja eben gesagt, so viel zu viele haben sich daran gewöhnt, dass Dinge falsch laufen und sagen, ja, das ist so. Ja, das ist nicht so. Das darf man eigentlich nicht akzeptieren, dass Dinge falsch laufen. Man kann sich nicht damit abfinden. Das ist doch Verarschung. Die Party ist vorbei, genau. Und es ist ein weiterer Trick, richtig, zu glauben, dass man, wenn man sich politisch betätigen will, das nur über eine Partei kann. Wir leben in einer Analphabetendemokratie. Wir machen alle 4 Jahre... Nee, Normopathie, ohne Scheiß, wirklich Normopathie, echt. Ein Kreuz. Und sonst machen wir nichts. Das ist keine demokratische Betätigung. Warte, wie hat er das genannt? Analphabetendemokratie. Politisch betätigen will, das nur über eine Partei kann. Wir leben in einer Analphabetendemokratie. Wir machen alle 4 Jahre ein Kreuz. Und sonst machen wir nichts. Das ist keine demokratische Betätigung. Aber wenn die stattfindet, dann nur im Rahmen. Man muss sich das mal vorstellen. Ich glaube, dass Parteien viel zu viel Macht haben, wenn man sich mal anschaut, wie viele da Mitglieder sind. Die Grünen sind eine relativ mächtige Partei in Deutschland. Wir haben 80 Millionen Bürger, 40 Millionen sind Minimum wahlberechtigt. Und die Grüne Partei hat 125.000 Mitglieder. Da hat der ADAC mehr. Da hatte ich bei meinem YouTube-Kanal mehr. Wieso lassen wir uns das gefallen, dass diese Splittergruppe bestimmt, was läuft in Europa? 125.000 Mitglieder. Hallo! So. Und das ist der Grund, warum dieser Mensch gecancelt wurde. Es ist einfach viel zu hart, was der Dude redet. Es ist viel zu hart. Ja. Deswegen, wenn du jetzt Mitglied einer Partei bist... Er wurde nicht gecancelt, weil er schwurbelt. Er wurde gecancelt, weil er Punkte auf den Plan bringt, die highly beängstigend sind halt. Dann sollten dort, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ähnlich, 1 Million eintreten. Und das würde zu Panik führen. 1 Million. Aber dann ist es ganz wichtig, dass an den entsprechenden Stellen Leute sitzen, die man austauschen kann, wenn die Macht ihnen zu Kopf steigt. Weil das passiert nämlich immer. Und da brauchen wir einen Mechanismus, den die Grünen ja mal hatten. Die wollten ja oben mal Rotation, bis einer selbst oben war. Und dafür müssen wir sorgen. Parteien können eine Menge leisten, aber nur nicht alles. Und das hat ja, Mausfeld ist bekannt, ja, Professor Mausfeld, ja. Es ist die große Leistung dieser Propagandamaschine Demokratie, die ja keine ist, den Leuten zu erklären, wenn du irgendetwas verändern willst, musst du Mitglied werden in einem Verein, wo du nur Abgesandte wählen kannst, die sich als unabhängig darstellen, aber nichts anderes sind als Lobbyisten und Korruptionsmaschinen. Das sind nämlich die meisten Politiker. Man muss sich die Frage stellen, für wen arbeitet er eigentlich? Die Antwort ist klar. Achte mal, wohin der geht, wenn er aus der Politik aussteigt. Für den arbeitet er.
Herr Wieler von dem RKI, Tierarzt, arbeitet heute für SAP und sorgt sich dort um digitale Daten, für die hat er schon vorher gearbeitet. Das ist Korruption, die erkennbar ist. Und solange wir uns das gefallen lassen, sagt der Souverän ganz oben, mit denen kann ich's machen. Und ich sage, ja, er kann es mit denen auch machen, weil wenn wir uns das gefallen lassen, dann sind wir wirklich so blöd, dann haben wir es nicht besser verdient. Und ich habe es dir heute schon mal gesagt, ich bin auch gleich fertig. Wenn wir an der Spitze der Bevölkerung oder dieser politischen Partei oder auch diesem Land den Schäfer austauschen, aber gleichzeitig uns weiter zu verhalten wie Schafe, wird das nie was werden. Und die meisten von uns verhalten sich... Grüße gehen an meine Freunde, die nur noch AfD sagen. ...wie Schafe. Die wollen nur einen besseren Schäfer haben. Verstehen Sie? So. Sie wollen einen besseren Schäfer. Und um den Witz unterzubringen, als die beiden Schafe sich unterhalten und das eine sagt zum anderen, ich glaube, der Schäfer und der Schäferhund arbeiten zusammen, sagt das Schaf ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber die große Leistung dieses Bildes ist, dass sie sich auf den Schäfer und den Schäferhund konzentrieren und vielleicht noch auf das Schaf. Aber es gibt jemanden, der auf dem Bild tatsächlich die größte Macht hat, den sie gar nicht sehen. Und das ist derjenige, der das Land besitzt, auf dem der Schäfer die Schafe Der Besitzer des Landes, der hat auch bestimmt, dass er als Schäfer arbeiten muss. Und es ist vollkommen klar, dass die Schafe geschlachtet werden. Aber der Schäfer hat beim Schlachten der Schafe kein schlechtes Gewissen, weil er blickt auf die Schafe herab. Und diejenigen, die uns beherrschen, haben ein anderes Menschenbild von uns. Und wir sind für sie gar keine Menschen. Wir sind Nutztiere mit Abitur. Und solange wir uns so benehmen, wird sich auch nichts ändern. Und deswegen, wenn wir, wie wir es bei WHO sehen, an die Schlachtbank geführt werden und das alles mit uns machen lassen, ich sag's wie es ist, haben wir es nicht besser verdient? Ja gut, siehst du, das ist immer so bei ihm so. Er bringt einen guten Punkt und dann kommt das so, WHO führt uns an die Schlachtbank. Übertreib jetzt nicht, Digga, du hast einen guten Punkt gemacht. Aber jetzt hast du hattest sagst eine halbe Million Abonnenten, mehr als die Grünen. Du hast, wie soll ich sagen, eine halbe Million nach Berlin gebracht. Mehr. Ein Scheiß hätte er jemals nach Berlin gebracht ohne Ken. 1%. Was sagt Abitur er jetzt? Wir tun es nicht. Was? Entschuldigung. Wir können wählen in der Schweiz und ich behaupte, es würde auch funktionieren, aber wir tun es nicht. Remco. 1%, was gut organisiert ist in der Spitze der Pyramide, ist viel mächtiger als 99%, die nicht organisiert sind. Wir sind. Hey, ich schwöre, der Typ erklärt den Kapitalismus die ganze Zeit, der sagt nur das Scheißwort nicht. Überhaupt nicht organisiert. Und wenn wir uns organisieren, dann in Gruppen, die kontrolliert werden. Dafür gibt es ja auch die ganzen Fußballvereine, Bayer Leverkusen, das ist ja alles für uns gemacht, da können wir uns austoben. Wir müssen uns organisieren. Ohne Organisation, ohne Zusammenarbeit, ohne Teamwork wird das nichts werden. Und das können wir aus Davos wehtut lernen. Die wenigen, die sich dort treffen, sind hervorragend organisiert und deswegen sind sie so mächtig. Und sie mögen sich vielleicht untereinander nicht, aber in einem sind sie sich einig, dass sie uns unterdrücken. Sind wir uns einig? Wir müssen uns dezentral organisieren. So einfach ist das. Und warum schaffen wir es nicht, Michael? Jo, also er beschreibt den Klassenkampf hier. Er beschreibt praktisch den Klassenkampf von oben. Ja. Ey, erklär mir Kapitalismus, ohne dass du Kapitalismus sagst. Ja, es ist nicht schlecht, nicht schlecht. Kapitalismus hat er fucking nicht gesagt. Er hat jetzt sogar den fucking Klassenkampf erklärt. Die 1% haben sich einfach organisiert gegen die 99% und die 99 müssen sich dezentralisieren und sich so organisieren gegen die da oben. Es ist Klassenkampf. Er beschreibt Klassenkampf direkt, straight heraus. Jetzt redet wieder Ballweg, ha? Oder sagt Kenny auch noch was? Na, er kommt dann wieder später dazu. Entschuldigung. Immer noch mehr. Wenn wir diese Institutionen, die sind da, das ist ja ein Fakt. Und wie? Ich glaube auch, du sagst, dass ich schlau würde, ja, das sagen würden, ihn viele direkt in irgendeine Schublade stecken und seinen Aussagen weniger Gewicht zuschreiben. Ja, ich finde, er ist ein Linker, der es geschafft hat, diese Geschichte mit dem Kapitalismus und dem Klassenkampf zu dogwisseln. So habe ich das Gefühl bei ihm so, weil normalerweise dogwisseln nur Rechte. Sie sagen nicht, was sie eigentlich in Wirklichkeit wollen, sondern
Sie verstecken das und ich habe immer gesagt, wieso Dogwhistle Linke nicht? Na, weil Linke einfach nicht klug genug sind, um Dogwhistles zu verstehen. Du kannst den Linken nicht irgendwie etwas Dogwhistlen, weil sie würden sagen, er meint wahrscheinlich Juden oder irgendeinen Scheiß würden sie dann von sich geben, wo du dann dastehst und denkst, hey Bro, nein, was? Und ich glaube, er schafft es, auf links zu dogwhisteln und das Problem des Klassenkampfs zu erklären, ohne jemals das Wort Kapitalismus oder Klassenkampf zu sagen. Aber wir haben noch eine letzte Etappe von 10 Minuten, 8 Minuten, 7 Minuten. Vielleicht droppt er es noch. Können wir diese überwinden? Wir können sie zum wenn wir diese Institutionen, die sind da, das ist ja ein Fakt. Und ich glaube, es geht um staatliche Institutionen. Können wir diese überwinden? Wir können sie zum Beispiel überwinden, indem wir durch Selbstbeobachtung feststellen, dass mit uns echt was nicht stimmt. Wir gehen auf Demonstrationen mit Schildern und Forderungen an andere. Mache ich gar nicht mehr. Das, was ich auf dem Schild gefordert hätte, ändere ich bereits im Jetzt. Solange wir Forderungen an Dritte haben, bittet der Souverän den oben, bitte darf ich wieder vor die Tür gehen ab 18 Uhr. Und wenn der Nein sagt oder gar nicht antwortet, darf ich das eben nicht. Ein Souverän, der bittet, ist nicht souverän. Ja. So. Und wenn der Souverän, das Volk, mit der Regierung nicht zufrieden ist, sollte es die Regierung einfach absetzen. Darf der Souverän das aber? Sicherlich darf er das. Das soll er sogar, das muss er sogar. Wenn er aber erst fragt, wo muss ich mir das stempeln lassen, dann hat er irgendwas nicht verstanden. Und ich sage, die meisten von uns haben eine Demokratieintoleranz. Sie wissen überhaupt nicht, was das ist, weil sie haben in Demokratie überhaupt keine Erfahrung. Sie haben in Widerspruch überhaupt keine Erfahrung. Sie widersprechen nicht mal am Arbeitsplatz. Wir müssen Widerspruch lernen. Wenn ich sage, das sehe ich ein bisschen anders, aber Angst habe vor den Konsequenzen, dann kann ich kein Demokrat sein. Demokratie bedeutet auch, damit zu rechnen, dass die Gegenseite das irgendwie merkwürdig findet. Oder vielleicht sogar gut. Das probiere ich lieber nicht aus. Und ich kann nur dazu raten, Demokratie auszuprobieren. Ich finde das in Ordnung, es darf Parteien geben, aber wir brauchen viel mehr Bürgerinitiativen. Dass Leute sich selbst autorisieren und einfach, das ändern wir jetzt hier. Wir möchten gerne hier einen Zebrastreifen haben, weil hier dauernd Kinder überfahren werden. Da stelle ich keinen Antrag, ich mal den Streifen auf. Basta! So, das ist in diese Richtung. Und ich glaube auch, wovon wir uns trennen müssen, ist, dass die da ganz oben sind, es gut mit uns meinen. Das tun sie nicht. Sie meinen es mit sich gut. Denn die ganz oben, die es tatsächlich gibt, deswegen blicken wir auch so auf, haben ein Klassenbewusstsein. Und das haben wir nicht. Warum nicht? Die Frage sollten wir uns stellen. Haben wir alle etwas gemeinsam? Wir sind alle lohnabhängig. Wir machen das, was man von uns verlangt. Warum? Ich mache das nicht. Ich mache nicht das, was die von mir verlangen. Und dass ich das machen kann, hat nur mit einem Punkt zu tun. Demokratie, wie wir sie heute kennen, funktioniert so. Wenn ich möchte oder nicht möchte, dass du gewählt wirst, werde ich über Medien, die du nicht kontrollierst, dich so schlecht darstellen in der öffentlichen Meinung, dass ich dich gar nicht gut finden kann, sonst heißt es, wen findest du denn gut? Wirst du sofort geächtet. Du wirst dafür gewählt, wie ich dafür sorge, dass du in der Öffentlichkeit erscheinst. Ob du so bist, spielt keine Rolle. Ich baue ein Image. Jemand, der seine eigene Medienmaschine hat, kann ein Gegenimage erzeugen. Ich kann ein Gegenimage erzeugen. Man möchte keine Bürger, die ein Gegenimage erzeugen, weil dann ist der Bürger ja gar nicht mehr erpressbar. Er kann sich ja wehren. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Das ist, was ich immer gesagt habe. Du brauchst es einfach, dass du, wenn du keine eigenen Medien hast, wenn du nicht eigene Medien auf die Beine gestellt hast, als Linker, kannst du gar nichts machen. Das ist ja das, warum die AfD so erfolgreich draußen ist, weil sie einfach so viele Medien, weil sie einfach es verstanden haben, wie man mit Social Media umgeht. Ja? Das haben die Linken vollkommen verpennt. Die Linken sind vollkommen lost, was Social Media angeht. Ja? Da hat er vollkommen recht. Aber Alter, der hat vorher Klassenbewusstsein gesagt. Und wir sind lohnabhängig. Was hat er? Ich will nicht zurückspulen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, sie haben ein Klassenbewusstsein und wir sind einfach nur lohnabhängig. Alter, also es zählt halt nicht als Kapitalismus, aber es ist einfach... (lacht)
Und wir brauchen sehr viele unabhängige Medien, damit wir uns alle viel mehr wehren können. Wenn der Staat auf einen Einzelnen zeigt, der sich demokratisch betätigt, sagt, das ist ein Medienterrorist, das ist jemand, der den Staat delegitimiert. Ein Staat, der so reagiert, hat Probleme mit demokratischen Bürgern. Weil er möchte gar keine Bürger, die selber denken und die widersprechen. Er möchte Untertanen. Er möchte Bücklinge. Hören Sie auf, sich so zu benehmen. Widersprechen Sie oder unterstützen Sie andere Bürger, die Ihnen mit freien Medien eine Stimme geben, aber nicht nur gut finden, unterstützen Sie das auch finanziell. Wir alle zusammen haben genügend Geld, um solche Medien zu unterstützen. Wir alle. Wann soll ich das tun? Machen Sie es heute. Bewaffnen Sie sich selbst intellektuell, indem Sie sich selbst eine Stimme geben. Und ich habe das neulich gemerkt, ich war in Bensheim, ein netter Ort irgendwo in Hessen. Du sagst, warum haben Linke keine Medien, liegt auch am Kapital. Fuck that shit. Jeder von uns hat die Möglichkeit, einfach hier draußen als Content Creator zu werden. Ich habe mich auch hier einfach hingesetzt, habe einfach eine Kamera aufgestellt und los geht's. Es kann theoretisch eigentlich jeder von uns machen. Weißt du, das größere Problem an dieser ganzen Nummer ist, dass unsere Kultur nicht stimmt. Unsere Kultur stimmt von vorne bis hinten nicht. Ich habe das gestern oder vorgestern irgendwem bei den Kommentaren bei mir auf dem Kanal geschrieben, auf YouTube. Ja, hat er gesagt, hey, was ist mit den Rechten? Die haben viel mehr Organisation und viel mehr. Wenn ich irgendetwas veröffentliche, ich merke das ja, wenn ich irgendwas gegen die Wokis veröffentliche auf meinem Kanal, dann kommen auf einmal die Rechten vorbei und sagen, ah, schau, ich habe keine Ahnung, was dieser Typ jetzt für Punkte vertritt oder irgendeinen Scheiß, aber der Typ hat einfach meine Feinde gebasht. Ich gebe dem einfach ein Like. Ich kommentiere den, ich share den, ich erzähle anderen von dem, sage anderen, schaut den euch an, spende Geld, hin und her, dies, das, jenes. Bei Linken, wenn du irgendetwas machst, gegen Rechte, die sagen, ja, das ist doch selbstverständlich. Und dann sitzen sie da, du eine Stunde lang bashst du auf Rechte ein und die sitzen da und einmal hast du vergessen, ein Wort zu gendern und die sagen, na, also das Video ist schon okay, aber er sollte noch mehr üben. Dass er nicht gegendert hat, dafür kann ich jetzt leider kein Like geben. Und in den Kommentaren werde ich ihm erzählen, dass er nicht so klug ist, wie er glaubt. Und ja, und jetzt können wir zusammenrechnen, warum es keine linken Content Creator gibt. Weil wer will sich das als linker Content Creator geben? Wer will sich das geben, dass diesen Scheiß? Ja, weil jeder Content Creator wird dann einfach sagen, okay, hey, das hat keinen Sinn, einfach. Ja, und das ist einfach. Ja, er hat sich nicht mit Pronomen, ja genau. Oder er hat irgendwo in einem Punkt ein bisschen andere Meinung und so weiter und so fort, ja. Das sind nicht Linke, sondern Wokies. Ja, okay, gut. Ja, aber das betrifft eigentlich, ich habe diese Erfahrungen bei so ziemlich allen gemacht, ja. Auch so bei irgendwelchen Kommunisten oder irgendeinem Scheiß, ja. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, bei uns hier ist es anders. Ich habe echt das Gefühl, dass bei uns das begriffen wurde, in unserer Community hier, dass da extrem gepusht wird, dass da geshared wird, dass da Memes gemacht werden, dass da geliked wird, dass sich da gegenseitig vernetzt wird, dass sich gegenseitig so Sachen zugeschickt werden, wo man einfach so sagt, hey, schau mal, da ist einer, das könnte interessant sein, hey, zeig den Leuten mal das da, hey, schau, ich habe hier was entdeckt, hey, und so weiter, ja. Wir sind auch nur Rechte, ja genau, deswegen funktioniert das bei uns sehr gut, ja. Wir sind Rechte, deswegen haben wir das so gut begriffen, genau, ja, ja. Ich würde sagen, wir sind so ziemlich wirklich so eine der wenigen linken Communities, die das durchschaut haben, ja. Und das ist gut. Deswegen können wir auch als ganz kleine Community die ganze Zeit auch mit den größeren Communities in einem Boot sitzen und mitspielen, ja? Und ständig Beefs haben mit irgendwelchen Leuten, die eigentlich viel größer sind als wir, weil wir eigentlich viel härter pushen, ja? Und das ist gut. Das sollten alle Linken machen, ja? Aber das baut sich halt langsam auf. Ich glaube, die Rechten mussten das auch lernen, ja? Schauen wir mal, ja.
Wir entwickeln uns. Ich glaube, wir stehen am Anfang erst, ja. Alle brainwashed leider diese Community nicht, weil eben doch viele von dir gelernt haben. Ja, nein, die Community, unsere Community ist super. Ja, aber ich sehe einfach, wie andere, die Pseudolinke drauf sind. Ja. Und ich wünschte, sie würden was von uns lernen, wie wir hier mit allen möglichen Sachen umgehen, wie wir Leuten begegnen, welche Strategien wir anwenden, wie wir Dinge unterstützen, verbreiten, wie wir uns gegenseitig begegnen und so. Und aber stattdessen sagen sie einfach, wir sind rechts. Ja, das ist leider sehr traurig. Aber ich wünschte, sie würden mehr lernen. Aber gut, kann man nichts machen. Vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Den Vortrag gehalten. Da gab es einen Riesentheater, eine Organisation. Ja, ja, die zahllosen Menschen, die diese Gesellschaft am Laufen halten, haben es verdient, dass wir ihnen das Beste bieten, was möglich ist. Ja, ja, klar, natürlich. Und es ist auch der Punkt, ist, dass man einfach... ja, dass man einfach irgendwie da draußen nicht nur da dem hinterherläuft, dass man irgendein Spiel gewinnt, sondern dass man versucht, irgendwie so ein Bewusstsein zu schaffen, dass eigentlich Menschen helfen wird, ein besseres Leben zu leben. Ja, das ist, ja. Die Demonstration vom Tagesspiegel haben so einen Vortrag gehalten. Da gab es einen Riesentherz, eine organisierte Demonstration vom Tagesspiegel und Co. Und die katholische Jugend war auch noch, hat Riesenradau gemacht und hat gesagt, ich würde Verschwörungstheorien verbreiten. Ich habe zur katholischen Jugend gesagt, hört zu, ich möchte euch an euren Arbeitgeber erinnern. Der erklärt seit tausenden von Jahren, Gott persönlich hätte seinen Sohn runtergeschickt, der wäre zwischendurch übers Wasser gegangen, dann hätten sie ihn umgebracht, die Regierung, und nach 3 Tagen wäre er da. Hallo, da bin ich. Ist das nicht eine Verschwörungstheorie? Also was wollt ihr eigentlich von mir? Aber das sind Jugendliche, die aufgezogen sind, die nach irgendeiner Form von Sinn suchen. Und was ist im Anschluss passiert? Die Bensheimer Bürger, nachdem die Tagesschau und die Hessenschau so über mich so berichtet haben, haben die ganzen Medien attackiert und gesagt, es gefällt uns nicht, wie ihr Bensheim darstellt. Wir wollten nämlich diesen Vortrag gar nicht verhindern. Ihr tut so, als ob wir das gewollt hätten, aber ihr sprecht gar nicht für uns. Und haben gesagt, wir möchten, dass ihr an den runden Tisch kommt. Die kommen natürlich nicht. Und das heißt, durch diese Aktionen bringen wir sie dazu, Dinge zu tun, die so absurd sind, dass selbst der Letzte aufwacht. Wir haben keine Medien, die für uns schreiben. Wir haben Medien, die im Sinne der Reichen auf uns einschlagen, wenn wir die Stimme erheben. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, weil wir bezahlen diese Medien. Es sind unsere Medien. Es hat also auch keinen Sinn zu sagen, sollen die mal mit ihren GEZ machen, was sie wollen. Wir sollten unsere Rundfunk- und Radio- und Fernsehhäuser besuchen, denn sie gehören uns. Rein, machen wir heute noch mal einen Tag der offenen Tür. Das sollten wir sollten Fragen stellen. Diese Berichterstattung über das, was wir demokratisch tun, die gefällt uns nicht. Und ihr kriegt Geld dafür, um fair zu berichten. Das macht ihr aber gar nicht. Das ist, und wir sollten diesen Medien die rote und in diesem Fall in Deutschland die grüne Karte zeigen. Wir brauchen viel mehr mutige Bürger, die sich selbst autorisieren, sagen, das lasse ich mir einfach nicht mehr länger gefallen. Und diejenigen, auf die wir in unseren Kulturkreisen immer hinweisen, ob sie Rosa Parks heißen, Jesus Christus, Malcolm X, Rudi Dutschke, was waren die denn? Mutig. Alles Linke. Die waren einfach nur mutig. Haben sie sich das von der Regierung stempeln lassen? Nein. Und wenn wir sie dann am Ende umgebracht haben, dann stellen wir Straßenschilder auf und die können wir dann anhimmeln. Und das hat auch einen psychologischen Effekt. Wir stellen immer Schilder von Leuten auf, die wir anhimmeln sollen, die in der Vergangenheit vom Staat kaputt gemacht wurden. Warum? Dass wenn wir sie dann angucken, die Rosa Parks und Geschwister Scholl, dass wir denken, wenn wir damals an deren Stelle gewesen wären, dann hätten wir dasselbe getan. Das heißt, wir sollen sie bewundern, aber in der Gegenwart sollen wir keine Nachahmer werden. Das ist der Sinn der Sache. Sie sollen anhimmeln, aber nicht nachahmen. Ich sage, sie sollen nachahmen in der Gegenwart. Sie sollen in der Gegenwart aus dem lernen, was in der Vergangenheit passiert ist, indem sie nicht zu spät aufstehen, sondern wenn es nötig ist. Und es ist nötig. Es ist leider auch schon wieder nötig, dass wir hier einen Break machen. Ich nehme mit, die Medien unterstützen, unabhängige Medien unterstützen, das ist sicher einer der wichtigen Schritte. Ja, ja, und dann gehen sie und unterstützen Tichys Einblick, Alter. Okay, ich glaube, das war's. Scheiße, er hat keinen Kapitalismus gesagt. Tja, er hat keinen Kapitalismus gesagt, aber er hat Klassenbewusstsein gesagt, lohnabhängig hat er gesagt. Eigentlich hat er Kapitalismus gesagt, aber halt es nicht ausgesprochen. Ja, aber wenn wir korrekt sind, müssen wir sagen, er hat Nein gesagt.
Oder? Klassenbewusstsein hat er gesagt, natürlich. Er hat gesagt, die Reichen haben ein Klassenbewusstsein und wir nicht. Hat er gesagt, doch, doch. Ja, die da oben haben ein Klassenbewusstsein, die 1% haben ein Klassenbewusstsein, wir 99% nicht. Ja, absolut. Also ich muss leider Nein drücken. Das würde ich auch fast gelten lassen. Ich würde es auch gelten lassen, aber die Leute sagen, nein, es war knapp nah dran, aber nein. Okay, gut. Ich muss leider Nein aussuchen. Ja. Are you sure? Nein ist der korrekte Outcome. Yes. Leider. Yes, leider. Very leider. Ja, nehmt euch. Ja, schade, schade, schade. So, jetzt kommen wir zu Verschwörungen und Fakten. Der wird jetzt uns im zweiten Teil erklären, wer Ken Jebsen eigentlich ist und wo das Problem mit Ken Jebsen ist. Wir haben jetzt, deswegen habe ich mir gedacht, hören wir uns doch eine Rede von Ken Jebsen an und dann haben wir ein bisschen einen Eindruck, was für ein Mensch das ist. Und jetzt schauen wir, was Verschwörungen und Fakten dazu auspackt. Ja. Er ist zurück.